Yoga ist eine über 2000 Jahre alte philosophische Lehre aus Indien, die eine Reihe geistiger und körperlicher Übungen umfasst. Seine Wurzeln liegen im Hinduismus und Teile des Buddhismus. In der ursprünglichen Yoga-Lehre ist Yoga ein Weg zur Selbstfindung, zu dem unter anderem gehört, die Begierden zu zügeln und Methoden der Reinigung auszuüben. Yoga-Übungen verfolgen heute meist einen ganzheitlichen Ansatz, der Körper, Geist und Seele in Einklang bringen soll. Welche Übungen es gibt und wie Yoga zur Erhaltung der Gesundheit beitragen kann, sehen Sie im folgenden Beitrag. Yoga, die uralte Weisheitslehre, wird mehr und mehr zum festen Bestandteil westlicher Lebenskultur. Das Üben des Körper-Yoga verändert biochemische Vorgänge im Körper. Zum Beispiel werden Glückshormone vermehrt ausgeschüttet und im Gegenzug dazu Stresshormone abgebaut. Die Abfolge der Bewegungen wirken direkt auf das vegetative Nervensystem und das Gehirn. Das Besondere bei Yoga-Übungen ist, dass man in einer Stellung bleibt und dadurch das Blut von der Schwerkraft in einen gewissen Körperteil fließt oder der Druck zwischen dem Körper und dem Boden eine starke Druckwirkung ausübt, zum Beispiel wenn man auf dem Bauch übt. Und das drückt altes Blut aus den Organen raus und nach der Übung fließt frisches Blut ein und das verbessert lokal den Blutkreislauf. Und das bringt mehr Nahrung, mehr Sauerstoff, die Schlagstoffe werden abgeführt. Und das funktioniert eigentlich sehr einfach. In einer normalen Übungsstunde im Sivananda Yoga Zentrum in München werden 12 Grundstellungen aus einer Auswahl von über 100 Asanas durchgeführt. Asana wird die einzelne Körperhaltung des Yoga genannt. Beim Bogen zum Beispiel werden die Beine gekräftigt, der Bauch massiert und der Brustkorb geöffnet. Der Schulterstand dehnt den Nacken, wirkt ausgleichend für die Schilddrüse und ist gut bei Krampfadern. Die einzelnen Asanas sollten zwischen 1 und 3 Minuten gehalten werden. Besonders wichtig die 1- bis 2-minütige Entspannungsphase zwischen den Übungen. Bei Yoga geht es nicht um Leistung wie bei der üblichen Gymnastik, es geht um ein Geschehenlassen, auch wenn sich die Muskeln noch nicht genug dehnen. Zu sich selbst finden, das ist hier das Ziel. Yoga gibt mir einen Ausgleich zu meinem normalen Alltag. Es gibt mir sehr viel Kraft, sehr viel Ruhe. Viel mehr Gelassenheit. Ich baue auch mein Yoga dann ins tägliche Leben ein. Ich bin zum Yoga gekommen, weil ich Rückenschmerzen hatte. Ganz viele Rückenschmerzen und konnte mich fast nicht berühren, hatte so viele Krisen. Und dann habe ich angefangen und das hat mir sehr gut getan. Zu dem Zentrum gehört außerdem eine kleine Bibliothek und ein Platz zum gemeinschaftlichen Teetrinken. Wer Fragen zu Gesundheit und Yoga hat, kann sich jederzeit an die Meister und Lehrer wenden. Denn jeder Mensch hat einen anderen Grund, Yoga zu praktizieren. Besonders ist Rückenleiden die Nummer 1 eigentlich von den Leiden, die verbessert werden durch richtige Entwicklung von Muskelkraft und Muskellänge, also Flexibilität. Dann die Wirkung auf Depressionen, ein Thema, von dem man gar nicht oft so viel hört, aber man es innerlich sehr erfährt. Atemübungen entspannen und energetisieren und machen den Geist viel klarer. Dann Verdauungsbeschwerden, dadurch, dass man vor der Yogastunde schon mal 2-3 Stunden nicht isst, diese Pause an sich schon. Und dann die Massagewirkung auf die inneren Organe bringt die Verdauungsprozesse wieder in Gang. Und dann auch Allergien, weiß man heutzutage, dass sie hauptsächlich Körper-Geist bezogen sind. Und das ist etwas, was eben in den Yoga-Übungen automatisch mit dazu bekommt. Der Geist ist tief in den Körper hineingegangen in der Übung und der entspannte Körper wirkt so positiv zurück auf den Geist im Alltag. Wichtig neben den Übungen ist der kosmische Klang. An jedem Kursende wird gemeinschaftlich gesungen. Die Meridiane haben sich entspannt und der Klang wirkt nun regulierend auf das Herz. Ein Besuch im Yoga-Zentrum kann so schön abgerundet werden.